Herzlich willkommen bei Sakura Bonsai, ich bin's, euer Mario. Heute möchte ich nicht unbedingt ein Bonsai gestalten als solches, sondern möchte eine kleine Umgestaltung vornehmen. Und zwar aus einem älteren Video. Und zwar das Video mit der Steinbepflanzung. Da hatte ich ja eine Zuckerrotfichte zu einem Floß geformt und das dann auf einen Stein gesetzt. Und hatte euch da eine Möglichkeit vorgeschlagen. Und heute möchte ich das ändern. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich zeige euch gleich nochmal ein Bild oder beziehungsweise einen kleinen Videoausschnitt daraus. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, der Stein war ziemlich massiv, war ein Granitstein, sehr groß, sehr schwer. Ich habe das jetzt gemerkt beim Einsetzen ins Winterquartier, dass das einfach zu wuchtig ist und einfach zu schwer. Aber das war damals halt einfach mal eine Variante und eine Möglichkeit und das möchte ich heute einfach ändern und habe mir da ein bisschen was dazu ausgedacht, um euch zu zeigen, was es noch für eine Möglichkeit gibt, denn als ich damals das Video eingestellt hatte, sind auch ein paar Fragen aufgekommen bei denjenigen, die sowas noch nie gemacht hatten. Unter anderem hatte mir ein YouTuber oder ein Abonnent von mir die Frage gestellt, was ich für einen Beton da nehme. Und ich habe damals, als ich euch das Video gezeigt habe, gar nicht so weit gedacht, dass habe das vielleicht ein bisschen vorausgesetzt, aber das war mein Fehler. Ich hätte das besser erklären sollen. Also wenn ihr Betonsachen nehmt zum Aufsetzen auf so einen Stein, wie ich ihn damals gezeigt hatte, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Gartenbeton zu nehmen mit Trass. Und Trass verringert ja, es ist ein Bindemittel und es verringert natürlich auch die Salzausblühung. Wenn ihr da normalen Beton nehmt oder normalen Mörtel, dann habt ihr immer irgendwelche Salzausblühungen. Und das ist natürlich für die Pflanze nicht so das Optimale. Ja, also wenn, dann Beton mit Trass. Und heute zeige ich euch eine andere Möglichkeit, weil ich hatte damals auch in den Fragestellungen geantwortet, ich nehme generell oder überwiegend Ketto und da waren schon die ersten Fragen, was ist Ketto? Habe nichts gefunden. Und Ketto ist ganz einfach eine Schwarztorf-Lehm-Mischung. Die kann man, ich zeige euch das dann nachher, kann man wunderbar kneten und wird dann auch relativ fest. Aber wie gesagt, das dann im Laufe des Videos. Heute nehme ich einfach so eine Steinplatte und werde die jetzt noch bearbeiten. Also ihr braucht, wenn ihr das gerne nachgestalten möchtet, so eine Steinplatte. Ich habe mich jetzt mal entschieden für so eine Quarzit Polygonalplatte. Die bekommt ihr im Baumarkt. Ich habe jetzt für drei solche Platten 88 Cent oder sowas oder 1 Euro gezahlt. Das reicht auch. Ich habe da drei, vier Platten mitgenommen. Falls eine doch zerbricht, dann habe ich eine als Ersatz. Was braucht ihr noch? Diese Ketto-Erde, diese Ketto-Schwarztorf-Lehmmischung, erkläre ich euch dann auch noch. Ihr könnt, empfehlenswert ist, das nicht so blank zu nehmen, aber wie gesagt, das später. Ihr braucht Sphagnummoos, ja, und ihr braucht diesen Kleber. Ich nehme Epoxidharz, 2K-Kleber. Dann benötigt ihr ein paar Schrauben. Am besten mit einem Rundkopf, erkläre ich dann auch noch warum. Dann Werkzeug, ein Bohrer, Akkuschrauber, ein kleines Hämmerchen, der Bohrer, am besten ein Steinbohrer oder Diamantbohrer, weil gerade Quarzit ist ein bisschen hart. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ah ja, ihr braucht noch etwas Akadama. Jo. Ich werde jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen treffen, aber da hole ich euch ran und erkläre euch das alles.
So, also den Kleber brauchen wir erstmal nicht, die Schräubchen auch nicht. So, also das ist so eine Polygonalplatte. Da muss man halt einfach schauen, die ist eigentlich relativ gut hier. Die werde ich wahrscheinlich auch dann nicht für diese Bepflanzung nehmen, die ist ein bisschen zu groß. Ich hatte nämlich heute schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben die ja alle diese Schnittstellen hier, diese Sägekanten. Das sieht natürlich nicht gut aus dann bei der Bepflanzung, wenn so eine geraden Kanten sind. Deshalb habe ich da mit dem Hammer einfach mal vorsichtig auf die Ränder geklopft, habe das dann abbrechen lassen, dass der Stein wirklich kantig aussieht. Also da ist jetzt auch keine, doch hier ist noch eine kleine Sägekante, die werde ich jetzt noch brechen. Wunderbar. So, also der sieht wunderbar aus. Schön schroff. Den werde ich auf jeden Fall nehmen. Jetzt muss ich mich entscheiden für die Ober- oder die Unterseite. Also ich würde jetzt hier, sieht man das? Wirklich diese unebene Sache nehmen, kann das Wasser besser abfließen. Die schön gerade, die Seite, dann liegt der Stein oder die Platte schön gerade auf. So, was ihr als erstes machen müsst, die Pflanze kommt ja hier drauf. Ja, ich werde diesmal natürlich keinen Beton nehmen, sondern wie gesagt mit dem Ketto. Und ich brauche jetzt ein paar Befestigungspunkte und Abzugslöcher. Das heißt, ich markiere mir erstmal hier die schwarzen Punkte drauf. So. Das kann ich hier machen. So, jetzt hoffe ich, dass der Stein mir nicht bricht. Ich mache das auch im Schnelldurchlauf. So, das muss auch nicht super genau sein. Das sind meine Befestigungspunkte. So sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt hier zwei, drei Durchgangslöcher gemacht mit den vier Löchern, die halb eingebohrt sind. Das sind jetzt meine Abzugslöcher. Ich könnte die jetzt auch größer machen, aber dadurch, dass die Platte relativ uneben ist, fließt das Wasser sowieso ab. Aber ich habe sicherheitshalber einfach nochmal zwei, drei Löcher reingemacht. Könnte man jetzt auch größer machen, das müsst ihr dann selbst entscheiden, wenn ihr sagt, das ist mir zu heikel, zweck Staunässe, dann macht ihr halt mit einem Kronbohrer da ein größeres Loch rein, das ist alles kein Problem. So, die vier Löcher außen, da kommen jetzt unsere Schräubchen zum Einsatz. So sieht das aus. Jetzt kommt unser Kleber zum Einsatz. Damit sich die zwei Komponenten gut vermischen. Das ist jetzt ein Kleber, den kann man Minuten verarbeiten und in 20 Minuten ist er hart. So, jetzt will ich natürlich nicht meine Finger einarbeiten.
Was ihr da für Schrauben nehmt, ihr könnt da rostfreien Stahl nehmen, verzinkte Schrauben, die können auch verbogen sein oder irgendwelche Schrauben, die nicht mehr Schrauben, war das jetzt doppelt? Das ist völlig egal, es geht hier nur um das Halten, dass das hält. So, sollte jetzt natürlich hier nicht auf der Platte irgendwas drauf tropfen. Das bekommt ihr dann nicht mehr ab. Oder nur schwer. So. Ja, habe ich kluge Sprüche gemacht. Jetzt ist hier ein Tropfen drauf gegangen. So, die Kante muss ich dann nochmal ausbrechen, wenn das dann trocken ist. Das wird jetzt mal durchtrocknen und dann geht's weiter. So, der Kleber ist jetzt durchgetrocknet, also die Verankerung sind gut fest. Jetzt seht ihr auch gleich, für was diese Schräubchen dann sind. So, einmal. So, jetzt wisst ihr auch, warum Rundkopfschrauben. Damit der Draht besser hält. Ja, jetzt geht es los mit dem Ketto. Ihr müsst da ein paar Vorbereitungen treffen bezüglich der Mischung. Also Ketto, wie gesagt, ist so eine Schwarztorf-Lehm-Mischung. Die kann man kneten und kann man auch so verwenden. Wenn sie aber austrocknet, dann kann es passieren, dass die halt Risse bekommt. Wenn ich das mit Moos bedecke, dann sieht man das natürlich nicht. Aber um die Festigkeit so ein bisschen zu verbessern, kann man etwas Sphagnummoos dazu beimischen. Dazu nehme ich einfach meine getrocknete, gepresste Platte von dem Sphagnummoos und schneide die in kleine Schnipsel. Das habe ich hier schon vorbereitet. Und ich kann etwas Akadama dazu tun, aber dazu halt nicht die groben Körner, sondern da ist immer besser, wenn ihr Akadama kauft und das ist in der Tüte drin, dann habt ihr unten immer im Absatz so ein bisschen so leichtes Pulver, was ihr eigentlich immer wegschmeißt. Das kann man abfüllen in so eine kleine Dose und dann mit in die Mischung mit reintun. So, was brauche ich jetzt noch? Ein bisschen Wasser, vielleicht noch eine kleine Sprühflasche. Das brauchen wir dann nachher, den Rest auf jeden Fall noch zum Moos bepflanzen. Weiß nicht, ob ihr das seht, ist auch nass und das kann man wirklich ein bisschen kneten. Und das vermengen wir jetzt mal mit dem Moos. Ich nehme da jetzt kein Akadama, weil das so klein ist, die Bepflanzung. Kann erstmal nichts passieren, dass die Feuchtigkeit nicht weggeht. So, das gute Stück kennt ihr. Das hatte ich ja damals gestaltet auf diesem Stein mit Beton. Hat sich auch langsam schon eine leichte Patina gebildet. Im Winterquartier hat jetzt das Moos hier nicht wirklich überlebt. Im unteren Bereich, oben ja, da drüben auch.
Alles super, der Pflanze geht es aber auch gut. Das ist das Wichtigste. Und ihr seht schon, der ist einfach zu massiv. Aber das sieht schon klasse aus, finde ich, auf diesem Stein. Und ich werde ihn jetzt erstmal vom Moos befreien und dann herausnehmen. Und dann gehen wir zur Steinplatte über. So, ich möchte euch nochmal zeigen. Also den Bäumchen ging es hervorragend. Sieht man das? Schaut mal hier. Diese hellen Spitzen. Ja, seht ihr das? Also dem geht's ganz gut. So, also das ist das, was ich damals aus Beton gemacht hatte. Mache ich jetzt quasi das gleiche, nur mit dem Ketto. Das kennt ihr ja. So. Dadurch, dass ich modernes Substrat nehme, brauche ich mir hier über eine Drainage keine Gedanken machen. Wurzelschnitt brauche ich nicht machen. Noch nicht. Oh, hier, schaut mal. Sieht das nicht gut aus? Schön gut angewurzelt. Keine Probleme. Verdrahten. Jetzt wisst ihr auch, wozu diese Halterung ist. Also hier könnte man jetzt noch den Draht dann noch dazu verwenden, um die Wurzeln noch ein bisschen zu fixieren, nach unten zu halten. Das liegt dann bei euch. Also wie gesagt, ich nutze die dann immer hier drüben, ja, die Wurzeln stehen hier so nach oben, dann einfach hier als Klammer quasi hier reinstechen und dann die Wurzel ein bisschen runterdrücken. Die Lücken ausfüllen. Also wie groß ihr das macht, das müsst ihr selbst entscheiden. Da gibt es keine Regel. Ihr könnt die Platte größer machen, kleiner, wie auch immer. Das ist ja jetzt ein super kleiner Bonsai. Ich hab mich da auch damals oder so wie heute dafür entschieden, das einfach klein zu halten, weil das kann eigentlich jeder nachmachen. Den oberen Bereich decke ich jetzt mit Sphagnummoos aus. Das heißt, ich habe ja wieder meine restliche Sphagnummoos-Platte hier. Da breche ich mir einfach ein Stück ab. Das ist so gepresstes Zeug. In Wasser jetzt einweichen. Und das lassen wir jetzt einfach mal quellen. Und dann geht es weiter. So, habe ich mich wieder verschätzt. Ich verschätze mich jedes Mal. Also da reicht wirklich so ein kleines Stück. Diese gepressten Sachen, das quillt, das ist der Wahnsinn, wie viel da drin ist. So, jetzt nehme ich einfach hier mal ein bisschen raus. So, dann am besten nochmal alles schön feucht halten. Wir wollen, dass das Ketto noch nicht austrocknet, noch nicht antrocknet, weil ich möchte das ja noch mit Moos bepflanzen.
So sieht das gute Stück jetzt aus. Jetzt wird das richtig schön nochmal durchtränkt. Jetzt kommt das Moos drauf. So, und das kann ich jetzt schön hier in das Ketto, in diese Lehmmischung einarbeiten. Und das hält. Und durch den Torf, ist ja leicht sauer, wächst das Moos hervorragend an. Bevor ihr das Pflänzchen jetzt in die Natur wieder stellt, auf jeden Fall das Moos muss erstmal noch etwas fixiert werden. Gerade die Vögel mögen das, also bei mir sind die Spatzen da ganz wild drauf. Da so Gittermatten oder was ihr noch habt, oder ihr könnt auch, keine Ahnung, Mückenschutz für die Fenster da nehmen, irgendwelche Netze oder zum Beispiel von Kartoffelsäcken, diese Kartoffelsacknetze zerschneiden und dann einfach drüberlegen, ja, und erstmal ein paar Wochen so fixieren, ja, und dass da wirklich keine Tiere rangehen und das Moos rauszupfen. Wie gesagt, Spatzen und Elstern sind bei mir da ganz wild drauf. Der geht ja jetzt sowieso noch ins Winterquartier. Wie ich schon mal eingangs erwähnt hatte, das ist eine Variante, genauso wie die mit dem Granitstein. Es gibt noch einige andere Möglichkeiten, die man machen kann. Ich werde da sicherlich in Zukunft einige Sachen noch mal vorstellen. Wie gesagt, ich habe ja da noch größere Waldgruppen, da hatte ich auch schon mal ein Video reingestellt. Also da kommt mit Sicherheit nochmal eine Steinbepflanzung. Aber das erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen geben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Und habe ich noch was vergessen? Meistens fällt mir das immer hinterher ein. Das war's erstmal. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Mario.